Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Heute wieder mal der alltägliche Wahnsinn. Ja, ich bin aktuell auf dem Wege mit dem A44, mit diesem besagten tollen Panzer hier, zum Panzerass. Das ja, Thema bestimmt momentan mein Alltag in WoT. Also ich spiele ihn jetzt seit kurzem nonstop, sehr ähnlich wie den T34-100. Ja, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine passende Runde finde, zur Verfügung gestellt bekomme oder wie auch immer man das umschreiben möchte, mit dem ich, oder in der ich, besser gesagt, eine ja, Schadensquote erreiche, die mich dann zum Panzer, also mit diesem Panzer führt. Ich habe den Panzer schon eine ganze Zeit lang jetzt nicht mehr gespielt. Den A44 bin ich im Vorfeld eigentlich durchstorben. Ich bin noch nicht wirklich gut mit diesem Panzer zurechtgekommen. Er hat eine sehr eigenwillige Spielweise oder Spielart. Und zwar der negative Winkel der Kanone ist also kleiner gleich 0. Das heißt also, es ist ein Panzer, mit dem man eigentlich nur von unten eingreifen kann. Ich habe ihn in Erinnerung deutlich besser gepanzert, als es sich jetzt doch im, ja, im Nachgang herausstellt. Ja, ansonsten ziemlich lange Reload, finde ich. Einziger Vorteil bei dem Panzer ist, er ist ziemlich agil für die Größe und die Geschwindigkeit, nicht die Geschwindigkeit, für die Masse, die man bewegt. Hat einen komplett drehbaren Turm, 360 Grad, das ist also schon mal sehr, sehr gut. Das ist anders als beim Objekt nachher. Ja, ansonsten, wie gesagt, ziemlich langer Reload. Der Alpha-Schaden ist eigentlich ganz okay. Aber, wie gesagt, er ist sehr gewöhnungsbedürftig von der Spielweise her. Als ich ihn normal erforscht habe, wie gesagt, das ist schon mit Sicherheit ein paar Monate her, habe ich von vielen gehört, das ist eigentlich ein Panzer, mit dem man gut mit nach vorne fahren kann. Ja, leider wurde wohl wahrscheinlich an der Panzerung ein bisschen was gedreht. Sodass ich jetzt ihn eigentlich versuche, so zu spielen wie den Tschechen seinerzeit, also den T34-100. Bedeutet, ich versuche im Endeffekt erstmal ein bisschen weiter hinter zu bleiben, was sowieso meine Taktik jetzt sein wird, weil ich habe festgestellt, ich habe die letzten Wochen einfach viel zu viel oder zu offensiv gespielt. Ja, das ist halt in diesen Zufallsgefechten nicht immer sinnvoll. Ja, und versuche dann mit ihm das Panzerass auf die Reihe zu bekommen. Und auf diesen alltäglichen Runden, in dem alltäglichen Wahnsinn, möchte ich euch heute mitnehmen. Muss dazu sagen, die letzten Wochen waren jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen seltsam vom eigentlichen Gameplay her. Hinzu kommt, dass ich aktuell auch immer noch nicht so die wirklich große Lust wieder verspüre, dass ich richtig Bock auf WoT habe, sondern das ist eher so, ja gut, da muss man ein paar Aufnahmen für den Kanal machen und so, das ist so, ja, nicht so gedrungen, aber so die richtige Lust, die fehlt irgendwie. Ja, und in dritter Instanz natürlich ist es der Panzer, der einen sehr gewöhnungsbedürftigen Spielcharakter hat. Da muss man halt gucken, dass man alles miteinander kombiniert. Es sind auf jeden Fall die besten Voraussetzungen, heute hier in dieser Aufnahme nichts Weltbewegendes zu reißen. Aber ich habe mir gedacht, was soll der Geiz? Ich lasse euch trotzdem einfach an meinem täglichen Chaos, Irrsinn, Wahnsinn dran teilhaben. Ja, und dann wollen wir nochmal loslegen. Mal gucken, wir sind jetzt momentan Top-Tier, was nicht immer unbedingt die beste Eigenschaft ist. Gucken wir mal, der hat mich jetzt bewusst, wie gesagt, deutlich hinten aufhalten. Das Team scheint sich hier überwiegend unten aufzustellen. So, ein Gegner haben eine Asi. So. Das ist natürlich ziemlich cool mit diesem Panzer, mit diesem voll drehbaren Turm, dass man halt das Heck, wo zwar natürlich die schwächste Panzerung ist, aber mit dem Heck kann man schön vorfahren, einen Schuss rauspfeifen und den dann nach vorne abdüsen. Das ist schon nicht schlecht. So, T29 kämmt hinten. Da
tauscht der Uni an. Alles klar, so typisch schön russisch, ne? Panzer ist voll im Fadenkreuz drin und was passiert? Man schießt daneben. Oder wo auch immer, was auch immer ich getroffen habe. Oh nie, KV-13. Da ist ein Type, da komme ich aber noch nicht dran. Könnte natürlich nochmal... PZ-4A. So, der KV-2 ist schon mal weg. Ja, die hat den weggehauen. Da steht jetzt irgendwas, was wir rein theoretisch... Oh, oh. Komme ich da oben ran? Nein. Komme ich an beide nicht dran. Da komme ich auch nicht dran. Da steht der Tock. Aha, aha, aha. Da könnte ich aber... Oder da. Ja, sieh! Abgeprallt am M6. Okay. So. Den Type da hinten rauszuhauen wäre natürlich eine schöne Geschichte, aber sieht mir nicht so einfach zum Umsetzen aus. Ja, so wirklich effektiv ins Geschehen habe ich noch nicht eingegriffen. Ich entscheide mich jetzt aber, glaube ich, mal für die Seite unten. Also IS und Tiger. Obwohl, da stehen schon genug High-Tiers. Egal, wir gehen jetzt trotzdem mal darum. Wir müssen ja für irgendeine Seite entscheiden. Irgendwann müssen wir ja, oder sollten wir ja mal zumindest, ins aktive Geschehen eingreifen. Die stehen da oben. Nur noch die ist. Motor kaputt, wir können uns nicht mehr bewegen. Was? Wirkungstreffer. Ach, der Jagdpanzer. Motor repariert, weiter geht's. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Sehr gut. Ja, Motor kaputt. Motor und das Munitionslager. Das werden wahrscheinlich viele von euch festgestellt haben, die die letzten Tage so gespielt haben. Motor und Munitionslager werden inzwischen deutlich öfter kritisch getroffen, als das vorher der Fall war. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist doch Zufall. Ist es nicht. Ja, jetzt könnte ich meinen Motor reparieren, aber für diese durchaus bescheidene Runde, die wir na, logischerweise auch mal wieder dann siegreich vollbringen. Ja, also man sieht, die Kanone haut schon ordentlich rein. Wenn man denn da mal trifft. Sehr schön. Also der Schadensoutput ist schon ganz okay, aber wie gesagt, die Handhabe von dem Panzer, die finde ich mit diesem Negativrichtwinkel ist echt schon... Tja, ich weiß nicht, ob man den besser vorne spielen sollte oder besser hinten spielen sollte. Das ist halt wirklich schwierig. Da komme ich nicht mehr dran. Ja, ich glaube an die Arti, die werden wir uns auch nicht snacken können. Ich könnte höchstens mal probieren, von hier oben nur dran zu kommen, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ah, ne, IS und IS-2 sind nah genug dran. Ne, ne, da haben wir keine Chance. Nee, keine Chance gehabt. Schade, schade. Ja, keine besonders gute Runde, aber immerhin überlebt. Aber wir haben, ich glaube, wir haben mehr Schaden kassiert, als wir selber ausgeteilt haben. Was natürlich nicht so sinnvoll... Boah, 837 gemacht. Wie viel haben wir kassiert?
1100 hatten wir, ich glaube 400 waren noch rüber. Ja, 700 kassiert und 800 gemacht. Ist natürlich jetzt nicht so schön. Aber naja, gut. Wie gesagt, ich muss mich auch erstmal wirklich wieder vorsichtig an den Panzer rantasten. Deshalb spiele ich ihn auch bewusst sehr, sehr passiv. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wie ich es eigentlich damals gemacht habe. Ob ich den auch mit dem Heavy Tross losgezogen bin? Weiß ich nicht mehr. Na ja, gut. OI, OI. 8, 8. IS-3, CDC, STA-2. Die sind in einem Zug. Tja. Keine Arti diesmal im Gegnerteam. S-152, 8-8er gehen darum. Die UIs gehen auch darum. AT-15A. Ja. Weiß nicht. Ich würde jetzt prinzipiell erstmal hier rum mitgehen. Ob das natürlich so von Vorteil ist, wird sich dann zeigen. Schauen wir mal. T32 scheint noch nicht im Spiel angekommen zu sein, beziehungsweise scheint das Spiel noch nicht. Gespannt. Erstmal auf die Heavys warten. Steht da oben und 34er. Tja. Mal gucken, ob ich vielleicht. Oh. Ja, na, die haben wir keine Chance. Ja, die werden hier weggeraucht. Nee. Wir gehen mal zurück zu unserer Base. Gucken, ob ich den AT-15 vielleicht ein bisschen helfen kann. Also UI und hier unser T-32, die werden auf jeden Fall schön hart weggeraucht. Tja, was machen wir? Hier steht nur noch eine IS-3. Können wir mal gucken, ob wir vielleicht mit dem Panther hier noch eine mitgeben. So. Rückwärts dran fahren.
steht die denn da? Ach da, wow. Hier ist 3, was machst du denn da? Das kann man nicht. Jawohl. So ist schön. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Der ist abgeprallt. Schlecht. So. Der ist schon mal weg. Los geht's. So. Machen wir die S3 jetzt hier ab. Steht nicht hier. Ach shit. Das ist ja ein Tiger 2. Wow. Ach, die S3. Hm. Könnt mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen hier. Hallo. Hallo? IS-3, AT-15. Ja, kommt doch eh nichts über der Brücke. Ja. Ja, hier vorne rumstehen bringt aber auch nichts. Ich glaube, ich ziehe mich mal zurück. Also ich glaube, dem Tiger kann ich noch maximal eine mitgeben, dann war es das. Die beiden werden natürlich jetzt wahrscheinlich schön über die Brücke gehen. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht noch hier ein bisschen was reißen kann. Negativen Richtwinkel ist natürlich jetzt ein bisschen bescheiden runterzufahren. Ach du Scheiße, jetzt kommen sie noch beide an, oder was? Das war so klar. Das war so klar. Naja gut, immerhin haben wir noch einen mitgegeben. Was die IS-3 da hinten macht, ich weiß es nicht. Was wird er wohl sehen, sie ernsthaft zu cappen oder was? Naja gut, immerhin hat sie Überleben gespielt, ne? Kann man ihm ja auch nicht verdenken. SP6, Tiger 1, ich glaube der Tiger, wenn du den Tiger 2 ist. Ja, der SP6 könnte der schnellste sein aus der Runde, aber die werden sowieso durchkappen. Naja, egal. Diesmal haben wir aber, glaube ich, etwas mehr Schaden gemacht als 1100. Also haben wir auf jeden Fall schon mal eine positive Schadensbilanz. Aber ihr seht schon vom reinen Handling her, der Panzer ist sehr, sehr eigenwillig zu spielen. Also da brauche ich mit Sicherheit 4 Wochen, bis ich so einigermaßen klarkomme. Um mich vor allen Dingen so ein bisschen so an die Spielweise so von dem Panzer zu gewöhnen, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt echt sehr, sehr... Oh, schon wieder kein positives... Oh.
Nee. Nee, 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 nee. Das wird nichts mit dem Panzerass. Ich glaube, das wird nichts. Aber na gut. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Ich habe so beim T-34-100, habe ich ja auch schon gedacht, das Ding wird sowas von garantiert nie etwas mit dem Panzerass. Und siehe da, irgendwann wartet die Runde doch da sein. Da sein. Da sein. Werden, tun, müssen, sollen, können, dürfen. Herr Neuner hier, Halleluja. Objekt 416 im Gegnerteam. Und auch ein A44, der mit einer IS und einer SU unterwegs ist. Tja. Was machen? Außer hinten aufhalten haben wir, glaube ich, nicht so die Riesenchance. Mal gucken, wie sich das Team verteilt. Warten wir erstmal ab. Dreierzug. T34-1, 34-100 geht auch links. Hm. Von der reinen Geschwindigkeit her müsste ich jetzt hier mit denen mitgehen. Hm. Ich gehe auch hier mit. Ich gehe mal mit den Heavys. Gehe mal hier mit den Heavys und guck mal, ob ich dann vielleicht irgendwo unten was, zumindest vielleicht ein bisschen was spotten kann. Nein, hat jemand nicht. Okay, dann könnten wir rein theoretisch hier hoch. Mal gucken, ob das funktioniert. Runter oder was? Och, ne. Mann, ja, nee, ist klar. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's. Ja, ne. Hier sind wir falsch. Ich hau ja ab. Hier steht zu viel. Da kann ich nichts reißen. Außerdem wollte ich mich eigentlich hinten aufhalten. Mich natürlich jetzt auch todesmutig irgendwo dahin stellen, wo die AS, wo der IS steht. 416. Hm. Tja. Naja. Ich glaube, ich werde das auch mal probieren. Das war's der. Ich bin auf? Wieso bin ich auf? Hä? Wer hat mich denn jetzt aufgemacht hier? So, jetzt schmeißen wir uns mal todesmutig in den Kampf rein. Kann ja nicht sein, dass wir hier hinten noch nichts... Es steht 8-1 im Unternehmen. Sehr schön. Immerhin haben wir was mitgenommen. Ist ja schon mal etwas. Da dürfte jetzt nichts mehr stehen. Hier oben. Noch der Suppenpershing.
nehmen, ne? Boah, und dann nur die Kette ziehen. Dann nur die Kette ziehen ist natürlich echt schon hart. So, jetzt fährt der Superfishing wahrscheinlich so weit zurück, weil ich nicht mehr... Aha! Naja. Kein Schaden davongetragen, aber zweimal, glaube ich, getroffen. Naja. Also wie gesagt, es ist ein Panzer. Ich komme mit dem Ding einfach nicht klar. Ey, 521 Schaden, das mache ich noch nie. So schlecht spiele ich noch nicht mal mit dem Fünfer. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Ding irgendwie so gut zurechtkommen soll. Das ist... Der Panzer ist für mich echt ein Buch mit 7 Siegeln. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die Kanone ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich meine, gut, 167 mm auf Tier 7, das geht schon. Aber, ach, ne. Irgendwie finden wir da nicht zueinander, der Panzer und ich. Also ich meine, ich kann mich wirklich dran erinnern, dass die meisten Leute gesagt haben, mit dem kannst du ruhig nach vorne fahren, der hält ordentlich weit aus. Ja, ist korrekt, ab und zu hält er auch mal was aus, aber ich glaube, in der gleichen Tierstufe ist er schon nicht mehr so die Superpanzerung, die der hat. Da ist nichts mit nach vorne fahren und gib ihm. Naja, gut. So. Schauen wir mal. Wir bewegen Tier 6 und Tier 8 am Start. Auf geht's! Ich würde mich jetzt, glaube ich, erstmal Richtung... links orientieren und oben stehen bleiben wollen. So, eine Arti, das heißt, wir müssen und sollten uns nach Möglichkeit irgendwie ein bisschen Arti safe hinstellen. Das würde ich ja machen, indem ich hier ein bisschen rumcampe vorerst. Wow. Da haben wir doch schon den ersten. Da und ich schieße ich ernsthaft daneben. Ernsthaft. Ich hatte schon in der letzten Woche so richtig geile Runden, wo ich einfach mal voll auf den Panzer eingegeben habe und es ist nichts passiert. Ja, ich glaube, ich werde ja auch mal mit denen mitgehen. Der Jagdpanzer 2 hält, glaube ich, hinten die Stellung. Ja, das sieht ganz gut aus. BT69. Ja, guck mal mit. Wollt zwar nicht nach vorne, aber wir müssen es ja leider Gottes doch machen. Und das Einzige mit dem Rückwärtsdrehen hier am Turm, das finde ich echt cool gemacht. Tag. Sehr gut. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Boah, wir haben zwei Dinger kassiert, die eigentlich nicht hätten sein müssen, aber naja gut. Ein bisschen zu nah für die Arti, finde ich. Schon wieder 600 Schaden kassiert, obwohl wir nicht mal 600 gemacht haben. Das ist, ich komme mit diesem Panzer, ich kriege irgendwie kein positives Schadensverhältnis hin. Ist nicht möglich. So. Tja, soll ich jetzt zurück in der Mitte fahren? Ich weiß nicht, ob das bringt.
vorne fahren. Hier da oben, aber ich guck mal, ob ich vielleicht hier ein bisschen umrunden kann. So eigentlich so ein typisches Medium-Spiel. Die S3 geht runter, geht kaputt, auch gut. D69 ist wahrscheinlich kaputt, bevor ich da bin. Das ist eigentlich selbsterklärend. Schade, schade, schade. Na gut, immerhin, ja, aber positives Schadensverhältnis habe ich immer noch nicht. So, was steht da hinten noch um eine IS-6? Vielleicht können wir da ja noch ein bisschen was rausholen. Fährt er noch nach vorne. Ich kriege hier wohl einen Kackreiz. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie böse erwischt. Naja, immerhin gekettet. Ist ja schon mal was. Das ist ja quasi auch schon mal ein Teilerfolg. Ja. Feuererlaubnis erteilt. Der ging nicht durch. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Was? Los, hau weg jetzt hier. Oh. Wir sind bewegungsunfähig. Ach, unser GW-Panzer, mir Gottes Willen. Ja, ja. Also wie gesagt, es sind sehr gewöhnungsbedürftige Runden, die ich mit dem Panzer hier hinlege. Katastrophe, ey. 619 Schaden mit 7 Schüssen. Puh. Also wie gesagt, ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Wahrscheinlich liegt es wirklich an mir. Ich kann mit diesem Panzer einfach nicht umgehen. Weiß ich nicht. Ich werde den jetzt, glaube ich, mal als Jagdpanzer ausprobieren. Mal gucken, richtig schön weit hinten stehen. Aufgrund des langen Reloades und des langen Ein-Aimens ist es vielleicht hinten wirklich erstmal die beste Option, den zu spielen. 3 Artis, puh. Ja, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? E50 gegen ein Team ist nicht gerade langsam. Ich denke mal, die werden außen rum kommen. Dann werde ich mich da schon mal nicht hinstellen. Ich guck mal, ob ich vielleicht hier irgendwo eine passende Stelle finde, wo ich mich hinstellen kann. Tja. Oh, war das noch ein Ultra-Lag auf Doom hier? So. Ich glaube, hier stehe ich eigentlich ganz gut für die Arti auch.
bin ja auch im negativen. Das geht sogar fast. Kann man ja schon mal mit arbeiten. Aber ich habe mich auf jeden Fall jetzt weit hinten aufhalten. Komm ich dahin? Ja, müsste passen. Neun Sekunden Reload auf dem 7er Medium. Weiß Bescheid. Und links ist keiner. Es ist eigentlich... Ja. E75 kämmt auch hinten rum. Das verstehe ich hier eindeutig. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht... Oh, da vorne komme ich auch nicht dran. Oder? Komme ich an den dran? Käme ich sogar dran. Sehr schön. Hat er schon mal noch die erste Stelle abgerichtet? Oh, was ist denn da? Schiri dahinter. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Oh, da steht ein T10 da hinten. Muss man vorsichtig sein. Das Objekt 430 von vorne angedüst. Ja, die versuchen uns jetzt ein bisschen schön in die Zange zu nehmen. Was E75 könnte da hinten mal ein bisschen... Was machen wir? Ich würde natürlich eigentlich am liebsten jetzt gerne mit nach vorne fahren, aber wenn ich da hinten schon sehe, dass ein E75 da hinten rumkämmt, dann ist das im Prinzip hier keine gute Idee. Ja, aber wahrscheinlich auch wiederum die einzige Idee. Okay, der ist schon mal weg, alles klar. Gut, dann gucke ich jetzt mal, ob ich doch von vorne vielleicht ein bisschen was reißen kann. Ich meine, ein paar Strukturpunkte kann ich ja noch mit einbringen. Ja, ist ja gut. Der T10 da vorne muss weg. Boah, leckt das denn jetzt auf einmal wieder so krass? Schon T10. Fahr mal rum. Das ist jetzt wieder. Kriege ich ja bestimmt gleich eine ordentliche Stelle hier.
Ja, was ein Wunder. Was für ein Wunder. Das ist echt der Hammer. E75. Ja, was habe ich denn jetzt da für eine Schnitte gegen? Das fiel von hinten noch einen rein. Ja, alles klar. Das war's. Ja, ihr seht, scheiß Runden, scheiß Panzer, scheiß Motivation. Eigentlich alles Kacke, ne? Beste Voraussetzung, um, ja, nicht zu spielen. Aber, na gut. Muss halt so sein. Ja, den E75 würde ich mir auch ganz gerne mal angucken. Der da hinten steht. Wo ist er denn? Hä? Komik geht links außen rum. Ich versuche jetzt wahrscheinlich noch die Artis zu holen. Ja, ich glaube den E75. Kann man getrost auch vergessen. Warum haut er jetzt ab? Na ja, gut, er versucht Deckung zu kriegen. Verstehe ich schon. Stellt sich auch schon mit der Breitseite zum Gegner, ne? Sehr gut. Tja. Warum schießt er nicht? Hat er keine Munition mehr, oder was? Aha. Ein sehr seltsamer Spieler. Aber nun gut. Vielleicht ist er ebenfalls so frustriert wie ich von dem Spiel momentan, beziehungsweise im E75, ich weiß nicht, ich habe noch nicht gespielt. Soll aber eigentlich ein ziemlich cooler Panzer sein. Aber naja, gut. Man steckt halt nicht drin. So gut kann der Spieler auch nicht sein, ansonsten würde er sich nicht nonstop mit der Seite zum Heck, also mit dem Heck zum Gegner drehen. Was macht der denn da? Ein sehr seltsamer Spieler, finde ich. Panzer Joe, ja. Ja, schön rausgeholt für die Arti. Jetzt haut die Arti ihn wahrscheinlich weg. Aber der Komet ist oben bei den Artis. Sag euch doch. Und tschüss. Ja, damit war es das dann, ne? Ja, also den E75-Spieler, den muss ich mir gleich auch nochmal angucken. Ja, das war es dann nicht im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur für den E75, sondern auch für unsere heutige Aufnahme, obwohl ich mir den E75 auf jeden Fall gleich nochmal anschauen möchte. Also diese persönliche Wertung muss ich mir, diesen Skill muss ich mir reinziehen. Aber wahrscheinlich ist es wieder so ein Spieler, der so eine 7.000 bis 8.000 persönliche Wertung hat. Und ebenfalls von dem Team-Zusammenstellung etwas gefrustet ist. Und sich einfach denkt, so wie ich, stellen wir uns mal hinten rein, wir gehen ja eh auf, gucken wir mal, dass wir das Beste aus der Runde machen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ja, ja. Also wir haben natürlich mal wieder grandios nichts auf die Reihe gekriegt. 808. Es ist nicht möglich, mit diesem Panzer ein positives Schadensverhältnis hinzukriegen. Das ist echt, ich verstehe es nicht. So, E75, Panzer, yo. Ja, okay, alles klar. Ja, das sind so die besten Anzeichen. 3000er persönliche Wertung, fährt natürlich schon Tier 9. Ja. Hat möglicherweise auch schon Tier 10er. Nee, ah, okay.
302 mittlerer Schaden. Bei 500 Gefechten in Tier 7, 300 Gefechten in Tier 8. Mhm. Naja, gut. Egal. Jeder so, wie er möchte. Ja, letzten Endes, wie gesagt, 898 Schaden haben wir erbracht. 1100 haben wir gegeben. Katastrophales Verhältnis. Wie gesagt, mit dem Panzer ist es irgendwie nicht möglich, zumindest ein positives Schadenverhältnis hinzukriegen, was beim 34-100 der Fall war. Also da weiß ich nicht, wie ich den spielen soll. Falls ihr Tipps und Anregungen habt, wie man ihn dann besser spielen kann, diesen tollen Panzer, bin ich natürlich gerne immer offen für. Ja, ansonsten soll es das für heute jetzt erstmal gewesen sein. Wie gesagt, dieser Panzer bestimmt momentan meine alltäglichen Runden. Das heißt, ich durchsterbe ihn aufs Neue in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal das Panzerass mit ihm bekomme, was ich ehrlich gesagt beinahe sogar noch schwieriger finde als mit dem 34-100. Aber naja gut, noch ist nicht Hopfen und Malz verloren. Ich werde ihn eine Zeit lang weiterhin durchsterben, und wenn sich das wirklich bewahrheiten sollte, dass ich halt überwiegend, oder halt, was heißt überwiegend, werde ich halt nonstop es nicht hinkriege, ein positives Schadensverhältnis hinzubekommen, ja, dann ist das nun mal einfach so, ne? Dann ist es halt ein Panzer, mit dem ich nicht umgehen kann und es dann auch in Zukunft besser sein lassen sollte. Nun gut, so, wir haben genug geflamed. Ich sage danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und so weiter und so fort. Wie gesagt, wenn ihr Anregungen haben solltet, wie man mit dem besser umgehen kann und auch sollte, dann würde ich mich natürlich über selbige konstruktive Kritik freuen. Ansonsten sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mit was, für was, mit wem, bei wem, wo wem, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen, ich tue es auch. Bis dahin, reingehauen und tschüssing.